Ich hatte euch gefragt, ob ihr Interesse habt, zu schauen, welche Tools ich beim Uhrensammeln benutze. Und 3/4 von euch wollten das gerne sehen. Das ist das Video. Bleibt dran. Klickt bitte den Like-Button. Abonniert, falls noch nicht geschehen. Und schaut, was ich nutze. Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du wieder reingeklickt hast. Heute geht es darum, welche Tools ich benutze, um ein kleines bisschen Ordnung in das Chaos meiner Uhrensammlung und meines Hobbys zu bringen. Natürlich werde ich kein Tutorial machen, wie die einzelnen Apps zu bedienen sind, was sie alles im Detail können, und da ich auch eine Datenbank zeige, werde ich auch nicht darauf eingehen, wie die Datenbank programmiert wird, aber ich werde zeigen, was man damit alles machen kann, warum ich sie nutze und warum ich sie nützlich finde. So, beginnen möchte ich mein Review mit der Datenbank. Und zwar habe ich hier für mich entdeckt die Ninox-Datenbank. Und damit das Ganze für euch auch wirklich gut erkennbar ist, machen wir jetzt noch ein Screen Recording. Und dann könnt ihr die Datenbank auch absolut live mitverfolgen und wir gehen dann in die entsprechende Ansicht, die vom iPad abgefilmt wird. Die Datenbank ist, das kann ich euch mal kurz zeigen, so aufgebaut, dass man unterschiedliche Projekte anlegen kann. Hier ist meine eigentliche Uhrensammlung und hier ist eine Sammlung, die ich für dieses Video angelegt habe. Man kann verschiedene Datenpakete, mir fehlt jetzt der wirkliche Fachausdruck dafür, verschiedene Tabellen oder was auch immer anlegen. Man kann Daten importieren, Daten exportieren. Ich habe jetzt einen Teil meiner Uhren importiert aus meiner eigentlichen Datenbank und wenn man draufklickt, startet das Ganze mit einer Übersicht über die einzelnen Uhren. Man kann verschiedene Ansichten definieren. Hier habe ich jetzt alle Uhren, die in der Datenbank sind, insgesamt 6 Stück. Das hier ist eine freie Zeile, die man rauslöschen könnte. 6 Stück. Bestand aktuell sind 5 Stück, weil, und jetzt gehen wir in die Übersicht verkauft. Ich habe eine Uhr verkauft und zwar ist das hier die Steinhardt Ocean 39 Grün. Man kann es sehen, man kann verschiedene Informationen sehen. Alles das lässt sich individuell anpassen und konfigurieren, so wie man es haben möchte. Ich möchte eine Uhr verkaufen, das ist die Archimede Sporttaucher. Und ja, um auch mal ein kleines bisschen Eigenwerbung zu machen, zeige ich euch an diesem Beispiel, wie die Datenpakete und die Datenfelder im Einzelnen aussehen. Durch ein kurzes Draufklicken, einfach nur draufklicken, klack, geht dann entsprechend die Detailübersicht auf. Und ich habe mir jetzt hier unterschiedlichste Felder angelegt. 2 Fotos, meistens einmal die Uhr selber, einmal am Arm, aber auch das lässt sich komplett individuell konfigurieren. Hersteller, welches Modell ist das, aus welchem Land kommt die Uhr, Referenznummer, der geschätzte Zeitwert von mir, bin ich der Erstbesitzer, wann habe ich die Uhr gekauft, wann wurde die Uhr insgesamt zuerst gekauft, wenn ich nicht der Erstbesitzer bin, was habe ich bezahlt, was ist der damalige Neupreis gewesen, was ist der aktuelle Neupreis, was ist mein geschätzter Zeitwert, wo ist die Uhr aktuell, auch das lässt sich komplett konfigurieren, ist sie in der Box oder ist sie im Safe, bei der Revision habe ich sie verliehen, habe ich sie gekauft und sie ist noch nicht da, habe ich sie verkauft oder plane ich gerade den Verkauf. Man kann in meiner Datenbank den Zustand definieren, ob sie limitiert ist, ob sie noch produziert wird, die entsprechenden Maße, Lag-to-Lag, Anstoß, Gewicht, Durchmesser, Höhe, Wasserdichtigkeit, Gehäusematerial, alles das habe ich individuell konfiguriert und das lässt sich sowohl hinsichtlich der Felder, der Anordnung, alles lässt sich hier beim Aufbau der Datenbank selbst bestimmen. Auch die Auswahl der Armbandoptionen. Man kann beim Werk verschiedene Optionen hinterlegen. Bei mir ist es ein Freitextfeld, wo ein entsprechender Text eingegeben wird.
Dann, was mir besonders wichtig ist, sind Geschichten zur Uhr. Ist es eine Uhr, die ich mit einem besonderen Anlass gekauft habe oder von jemandem geschenkt bekommen habe? Irgendwas, was mir persönlich zur Uhr wichtig ist. Gibt es bestimmte Technologien, die eventuell erwähnenswert sind? Was ist die Revisionshistorie? Wann habe ich sie verkauft? Und was habe ich beim Verkauf erlöst? Und dann habe ich noch ein Feld angelegt, wo ich einfach nur eine 1, eine 0 oder eine andere Zahl reinschreibe, wenn ich eine Auswertung machen möchte, die sich nicht aus den anderen Zahlen und Daten hier oben ergibt. Denn, das ist das Schöne, man kann auch Auswertungen machen. Hier habe ich einfach mal die Auswertung gemacht. Was ist der Durchmesser der Uhren? 39, mehr oder weniger. Auch das lässt sich sehr schön machen. Und wenn man hier drauf klickt, sieht man auch, was ich für dieses Diagramm als Kriterium gewählt habe. Man kann dann sagen, nur die Uhren, die ich im Bestand habe, nur die Uhren, die ich verkauft habe, um zu schauen, habe ich eventuell eine bestimmte Art von Uhren immer verkauft, um mich vor einem Neukauf zu wappnen. Also es lässt sich da ganz, ganz viel mitmachen. Und auch diese Ansicht lässt sich komplett individualisieren und frei gestalten. Es ist also wirklich eine Datenbank, die man sich selber zusammenbauen muss, aber auch darf. Und das finde ich sehr, sehr reizvoll, weil auf diese Art und Weise die Daten, die man braucht, genau so angeordnet sind, wie man sie gerne haben möchte. Das, was einen nicht interessiert, wird halt nicht aufgenommen. Und das, was einen interessiert und das, was man gerne haben möchte, das ist dann auch entsprechend präsent. Für mich ist das genau die Lösung, nach der ich immer gesucht habe. Die ganzen Daten liegen, und das habt ihr vielleicht eben auch gesehen, hier bei mir in der Cloud. Sie lassen sich auch lokal speichern, und gegen ein gebührenpflichtiges Update kann man diese Datenbank auch für eine Zusammenarbeit im Team benutzen. Die Daten lassen sich in Excel, CSV exportieren. Man kann entsprechende Daten, die entsprechend strukturiert sind, auch importieren in eine leere Datenbank. Finde ich wirklich sehr gelungen und macht mir unglaublich viel Spaß. Ja, wie gesagt, das hier ist meine kleine Übersicht. Sie rechnet übrigens auch, wie ihr sehen könnt. Man kann hier die Gesamtsumme bilden, sowohl über die Uhren, die man hat, als auch über das, was man ausgegeben hat, was man gegebenenfalls erzielt hat, was sie an Zeit wert ist. Ihr könnt damit so ziemlich alles machen. Ihr könntet euch theoretisch sogar die durchschnittliche Wasserdichtigkeit eurer Sammlung ausrechnen lassen. Ob das jetzt Sinn macht oder nicht, lassen wir mal dahingestellt sein lassen. Das Ganze ist die Datenbank Ninox oder Ninox. Und damit bin ich wirklich glücklich und zufrieden. Und das macht mir persönlich das Leben, die Planung und die Übersicht sehr viel leichter. Ja, die Datenbank, die ich euch eben gezeigt habe, gibt es natürlich auch im Handyformat. Das zeige ich euch hier. Da oben ist die Ninox auch auf dem Handy. Und wenn ich jetzt hier drauf klicke, dann werdet ihr das sehen, dass sich die Daten synchronisieren. Und na, synchronisieren sich jetzt nicht. Das dauert einen kleinen Augenblick. Aber ich hätte dann hier auch entsprechend die Tabelle, die ich als Tabelle auf dem iPad angelegt habe. Die Daten synchronisieren sich wirklich. Egal, was ich auf dem Handy eingebe oder aber auf dem iPad, ist auf beiden Varianten verfügbar und sichtbar. Ich habe aber noch andere Tools, die ich zum Uhrensammeln nutze, und die würde ich euch auch gerne zeigen. Das ist zum einen der TimeGrapher. Da müssen wir das Handy einmal für drehen. So. Wenn man ein entsprechendes externes Mikrofon anschließt, ich habe das leider am Kopf, deswegen kann ich euch das jetzt auch nicht so zeigen, aber ich könnte es mal versuchen über das eingebaute iPhone-Mikrofon, aber das ist natürlich nicht so der absolute Superknaller. Ich lege es mal auf das Mikrofon drauf und starte.
Und jetzt muss ich gleich etwas still sein, damit man entsprechend auch ein Ergebnis sieht. Okay, also ihr habt gesehen, hier ist zu viel Lärm links und rechts, zu viel Wind und zu viel Nebengeräusche, sodass die Messung nicht akkurat erfolgt. Aber wenn es wirklich still ist, man nicht am Tisch rappelt und wackelt, dann bekommt man hiermit tatsächlich halbwegs brauchbare Ergebnisse, niemals so genau wie mit einer wirklichen Zeitwaage, weil das Mikrofon einfach nicht so gut ist. Aber was mir ganz gut gefällt, man kann die Empfindlichkeit einstellen, man kann den Hebewinkel einstellen, man kann verschiedene Anzeigeoptionen einstellen. Die Programme sind übrigens überwiegend auf Englisch, aber da es ja hier nicht um Gespräch geht, wer kein Englisch spricht, kann sich kurz die einzelnen Begriffe raussuchen und dann auch dieses Programm bedienen. Das funktioniert alles. Dann haben wir noch ein Tool, was ich euch gerne zeigen möchte. Ich habe anfangs eine relativ große Excel-Datenbank geführt mit den Uhren, die ich habe, die ich hatte, mit den einzelnen Daten. Alles das ist in die Datenbank übergegangen und damit fehlte mir eine Möglichkeit, meine Uhren zu messen, was die Ganggenauigkeit und die Zeit betrifft. Und da finde ich dieses Tool Toolwatch eigentlich wirklich schön, denn man kann die Uhren anlegen, einfach ein kleines Plus hier unten klicken, eine neue Uhr anlegen, nein, eine neue Uhr anlegen möchte ich, da unten. Und dann sagen wir mal, es ist die Sinn 556, Kaliber, Datum, alles das könnt ihr hinzufügen, wann immer ihr möchtet. Was habe ich jetzt gemacht? Nochmal, zack, die Sinn Modell 556. Na, wer sagt es denn? Da ist es doch. So, und wenn man jetzt eine Messung starten möchte, so wie ich das hier oben bei der LACO und bei der Archimede Outdoor schon gemacht habe, dann kann man entweder auf den grünen Balken klicken oder man klickt auf die Stoppuhr. Also nochmal, ich zeige es euch. Plus die Stoppuhr ist der eine Weg oder aber vom Dashboard aus direkt Stop Measurement. Jetzt wird man aufgefordert, den Button zu drücken, wenn der Sekundenzeiger die 12 Uhr Position erreicht hat. Das tun wir jetzt mal und damit läuft die Uhr. Man könnte jetzt noch einstellen, wie die Zeit auf der Uhr, die man messen möchte, angezeigt wird. Ist es wirklich 17.20 Uhr oder zeigt die Uhr eine andere Zeit an? Wir lassen das Ganze mal so stehen und starten die Messung. Wenn wir jetzt hierhin zurückkommen, sehen wir, dass die SIN 556 in 12 Stunden das nächste Mal gecheckt werden kann, um dann zu sehen, wie groß die Abweichung ist. Gucken wir mal, wie das bei der Archimede Classic 200 ist. Auch hier checken wir das. Angenommen, das wäre jetzt nach 12 Stunden, ich habe leider keine Uhr laufen, die 12 Stunden gelaufen ist, dann könnten wir jetzt sagen, okay, wir haben wieder genau, wenn der Sekundenzeiger auf 12 Uhr ist, angehalten, aber die Uhr ist schneller oder langsamer gewesen im Minutenbereich. Das heißt, ich kann dann auch hier die Zeit exakt einstellen, um die Abweichung entsprechend errechnen zu lassen. Das Ganze sieht dann, leider habe ich diesen Screenshot nicht, weil ich meine eigene Liste mit allen meinen Uhren ein kleines bisschen aussortiert habe. Trotzdem habe ich euch einen Screenshot besorgt, der sieht dann, na, wo haben wir es denn, so aus. Da. Hier würden wir also sehen,
Die Uhr ist insgesamt 11-mal überprüft worden, hat eine Gesamtabweichung von 0,9 Sekunden. Die letzten drei Messungen haben eine Abweichung von 0,2 ergeben. Das heißt, die Uhr hat sich positiv entwickelt. Alles das zeigt dieses Tool an. Und ich finde es klasse. Ich finde es wirklich super. Die Links zum App Store schreibe ich euch unten in die Beschreibung. Ich glaube nicht, dass ich für eines dieser Tools was bezahlt habe. Auch das suche ich euch noch raus. Wenn es so wäre, wären es alles kleine Beträge. Ich habe nirgendwo wirklich viel Geld für ausgegeben. Und wenn es dann 3, 4, 5 oder vielleicht auch 8 Euro gewesen sind, das ist es mir in jedem Fall wert. Ja, das sind die drei Tools, die ich euch vorstellen wollte. Schreibt mir gerne in die Beschreibung, was ihr davon haltet. Ob ihr was anderes nutzt, ob ihr sowas überflüssig findet. Und ansonsten erfreut euch an euren Uhren, bleibt gesund und freut euch auf die nächsten Videos. Bis dahin, tschüss, euer Axel.